Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live-Log. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben hier in der letzten Folge schon ein paar Geschütztürme zerstört. Das waren aber allerdings noch nicht alle und vor allem sollen wir ja eigentlich die hier zerstören und nicht die Geschütztürme. Die Geschütztürme sind eher nur so, ja, die nerven halt ein bisschen und man sollte sie auf jeden Fall zerstören. Habe ich das Gefühl, wo ich sagen muss, so sehr nerven tun die tatsächlich gar nicht, weil den kann man eigentlich ganz gut ausweichen, bin ich der Meinung, aber das sieht bestimmt jeder anders. Und vielleicht sage ich das jetzt auch noch, währenddessen gleich wahrscheinlich hier alles um mich rum explodiert und ich absolut keine Ahnung mehr habe, was hier vor sich geht. Das kann natürlich auch mal wieder der Fall sein, so geht es mir auch häufig. So. Also da finde ich aber die Gegner, die normalen, wirklich ein bisschen nerviger, wenn man die hier so antrifft. Oh Gott. Ja doch, okay, die machen schon Schaden, wenn sie dich direkt treffen. Och nö. Nicht so ein Verstärkter. Ich kümmere mich erstmal trotzdem ums Geschütz. Irgendwie greift er nicht an. Der hat irgendwie gerade keine Lust. Verstehe ich aber ehrlich gesagt. Hätte ich auch nicht. Ein paar Minen zu dem hinlegen. Okay, der hat echt wenig ausgehalten dafür, dass der verstärkt war, ne? Also, die halten ja im Generellen schon nicht viel aus, aber ich habe jetzt wirklich ein bisschen was erwartet, was die Dings angeht, die Abwehr. Naja. Aber die Gegend sieht ja echt ganz nett aus, ne? Also, was heißt nett, ne? Die sieht schon sehr gefährlich aus. Aber irgendwie sieht die ganz gemütlich aus, weil man hat Schnee und trotzdem irgendwie verkohlte Bäume, was mich darauf hindeuten lässt, dass es trotzdem warm hier ist. Wie auch immer das funktionieren mag, dass hier dann noch Schnee liegt, aber na, das klingt ganz nett. Gott, die sprinten hier manchmal echt vor. Oh, als ob die auf uns... Warte mal, ich wusste nicht, dass wir so eine Teile überhaupt auf unserer Seite haben können. Das ist ja krass. Ich habe keine Ahnung, was die überhaupt tun, aber freut mich auf jeden Fall. Die wirken ganz nett. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, wofür die da sind, ne? Oh, hier sind sehr viele. Hier sind sehr, sehr viele Leute. Waren sehr, sehr viele Leute. Der meiste Teil ist gerade gestorben. Machen wir erstmal das Ding kaputt. Ist ja schließlich unsere Mission. Hallo. Achte mal bitte auf deine Gelenke, okay? Die können ganz leicht brechen, deine Knochen an der Stelle, wenn man die so auf den Boden slammt. Da sollte man echt drauf achten. Die sind zerbrechlicher, als man denkt. Oh, oh Gott. Achso, ich hab gedacht, da kommt gleich so ein riesiger Laserbeam einfach auf mich zu. Oh, wir haben jetzt sogar diese kleinen Fliegeteile auf unserer Seite. Die mag ich. Also an sich nicht zu bekämpfen, aber ich finde die süß vom Aussehen. Das sind da kleine Vögelchen. Was will man schließlich mehr, oder? Aber die Käfer haben mir bisher am besten gefallen, die einfach gar nichts getan haben. Und ich sehe auch nicht, warum man die hätte umbringen sollen. Oh. Ich sehe auch nicht, warum man mich umbringen sollte, okay. So. Das sollte das Ding gleich ausschalten, ne? Das macht zumindest ganz gut Schaden. Weg damit. Aber wie gesagt, an sich richten die Geschütze nicht zu sehr an. Ich weiß, ich bin gerade an einem gestorben und ich sollte definitiv danach das Maul halten, aber an sich finde ich die nicht zu nervig. Dafür, dass sie das Ganze hier verteidigen sollen, sind die irgendwie sehr schwach. Ich nehme mal bewusst das Teil noch nicht mit. Ach komm, wir nehmen es mit. Können wir das Geschütz mit zerstören? Boah, wie schnell das nämlich geht dann. Das kann man auch machen. Außerdem ist da so ein Hammer-Typ. Die halten auch nicht wenig aus. Habt ihr gesehen, wie schnell das Ding kaputt war? Also ich hoffe doch mal, wir sind mindestens in der Zeit. Sollten wir nämlich ganz leicht wieder erledigt haben. Oh, das nehmen wir natürlich auch mit. Auch wenn, ja, das bringt gerade nicht sehr viel. Hier sind wenig Gegner. Aber man nimmt es trotzdem mit. Ich weiß nicht, ob es nochmal extra Punkte gibt. Verstehe trotzdem nicht, warum da hinten was liegt. Wenn eh keine Gegner auf einen zukommen. Na endlich. Die 5 Sekunden, die nutze ich noch. Wenn ich die schon habe, dann nutze ich die auch noch. Ja, und sterb dann auch noch. Da bin ich wohl ein bisschen zu sehr reingegangen dann. In der Hoffnung, dass die 5 Sekunden mir noch wirklich Unverwundbarkeit geben dann. Warte mal, ich gehe erstmal zur anderen Seite hier. Ich kann mich jetzt schon um die Geschütztürme kümmern, theoretisch. Oh, was? Was hat der da für eine Aura um sich drum? Das sieht ja ganz ungewöhnlich aus. Ah, das kam vom Schiff. Vom Raumschiff. Oh Gott, nein, hier ist so viel los. Ich hätte nicht sofort reinlaufen sollen, oder? Ich hätte das mal chronologisch abgehen sollen, das ganze Gebiet hier.
Ach du Scheiße, ist hier viel los. Power-Ups wären jetzt echt lieb, ne? Ich sag's nur. Die wären jetzt wirklich sehr lieb. Oder halt mal wieder ein Orbital-Strike, aber der braucht noch ein bisschen. Hier ist gerade so viel hinter mir her. Da ist noch ein Riesentyp mit einem Hammer. Ich hoffe, da dran gehen jetzt erstmal ein paar Leute drauf. Uiuiui. Ja, damit ist eigentlich nicht zu spaßen, bin ich ehrlich. Ja, komm mal am besten alle auf diese Linie hier. Dann kann ich die nämlich nacheinander abarbeiten. Zumindest glaube ich das. Kamin. Guck mal, da vorne sind selbst noch welche. Aua. Aua, aua. Die sind direkt in die Minen reingelaufen. Freut mich, dass die dadurch umgebracht wurden. So, da können wir ja nicht durch die Wände. Können die das selber durch? Anscheinend ja, ne? Anscheinend ja schon. Komm alle hierher, bitte. Dankeschön. Okay, ich habe gerade einen Crit-Bonus. Den nutze ich natürlich. Wenn ich nicht schon wieder gestorben wäre. So. Das sind aber. Wir werden auch gerade wirklich überspült damit, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, bekommen wir schon die ganze Zeit. Gesellschaft ist hier das Stichwort. Wenn ich das gerade hier beschreiben müsste. Huiuiui. Ja, ein bisschen Leben wäre jetzt gut. Also ein bisschen regenerieren im Allgemeinen. Oh, da vorne ist auf jeden Fall wieder ein Upgrade. Ne? Ein Bonus. Den nutze ich gleich. Weg mit euch. Das ist ein großer. Den knüpfe ich mir vor. Direkt das Geschütz mitgetroffen. Sehr gut. Aber gerade sehr wenig HP. Ja, das meine ich. Boah, es wäre fies gewesen, wenn ich direkt gespawnt wäre im Geschütz. Oder beziehungsweise im generellen Schussverlauf. Uiuiui. Also hier wird man gerade wirklich voll gespammt. Ich weiß nicht mal, wie ich da manchen Sachen ausweichen soll, weil ich muss ja sowohl auf die Leute raufgehen, aber kann ich auch irgendwie nicht, weil die mich komplett platt machen noch in der Größe. Ich meine, klar, das wird sich jetzt langsam alles so ein bisschen minimieren, weil die Gegner ja hoffentlich nicht respawnen. Das ist schon ein bisschen fies, ne? Und gerade die mit dem Hammer sind halt auch, die haben eine gute Range. Voll blöd, dass sie selber nicht Schaden bekommen von den Lasern. Der stand gerade 5 Minuten da drin. So, Orbital Strike mal wieder. So, damit sind die dann schon mal weg. Das ist ja schon mal ein Großteil dann. Sollten wir eigentlich nur noch die Geschütze langsam abbauen. Und das sollte ja kein Problem sein. Guck mal, mir hilft sogar so ein kleiner Vogel. Das ist doch süß. So. Ah, apropos Stichwort Vögel. Heute Morgen sind über meinem... Ja, über dem Haus einfach, weiß ich, 5 Milliarden Möwen rübergeflogen. Und ich habe gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Und es war so laut, ich hatte Fenster auf, was ich ja immer habe zum Schlafen, weil sonst ersticke ich gefühlt. Und ich habe gedacht, Alter, wie kann man denn so laut sein? Diese Möwen waren einfach so am Rumschreien, als ob die jetzt jemand umbringen gerade. Die haben sich gedacht, heute nerven wir den Len morgens mal so richtig. Wir jagen den einfach aus dem Bett. So, ich hoffe, das waren jetzt langsam mal alle Gegner. So, dass ich mir jetzt hundertprozentig auf die Kanonen fokussieren kann. Nee, waren immer noch nicht alle. Spawnen die da drin zufälligerweise. Okay, so. Das macht doch schon mal ganz gut Schaden. Da ist schon mal einer weg von. Ich könnte mich theoretisch hier hinterstellen. Da schießen die komischerweise nicht durch, obwohl es einfach nur ein bisschen Schrott ist. Dennoch das hier. Minen machen leider keinen Schaden. Oh mein Gott, seht ihr, wer da steht? Da steht ein Riese einfach. Der bewegt sich gerade noch nicht. Das ändert sich aber bestimmt gleich. Machen wir schon mal ein bisschen Schaden damit. Wäre nett, wenn er sich im Allgemeinen nicht bewegt. Also gerade steht er noch ziemlich ruhig da. Das freut mich tatsächlich.
Bitte so stehen bleiben. Ist gut fürs Foto. Fürs Passbild. Ich glaube, der ist wirklich verbuggt. Vorteil für mich, ne? Der irgendwie auch gerade nicht drauf geht. Hm. Hallo? Hält der irgendwie unendlich viel aus? Jetzt juckt's mich ja schon mal in den Fingern, da einfach mal hinzugehen und gucken und zu gucken, wie viel Leben der noch hat, ne? Aber der müsste doch gleich down sein, hallo? Ich bitte dich. Aua. Ja, da muss irgendwas nicht stimmen. Nee, okay, der lebt nicht mehr lang. Okay, gut, dann ist ja gut. Der hat mich nicht einmal angegriffen, das nenne ich doch mal. Das ist ziemlich nett. Aber wenn er Frieden wollte, hätte er mir das auch sagen können. Dann hätte er auf unserer Seite kämpfen können. Oh, da kommt aber noch einer von denen. Das brauchen doch wirklich welche. Das sind doch so viele, die da noch kommen. Das kann doch gar nicht. Das kann doch gar kein Zufall sein. Den einmal dahin. Jetzt stehen sie beide schon an der Stelle. Mal sehen, wer als erstes stirbt. Der hat aber auch vier ausgehalten. Also ich glaube, wenn der sich bewegt hätte, ne, dann hätte ich sehr, sehr lange gebraucht, um den zu töten. Das hätte Ewigkeiten gebraucht. Also wirklich. Dann machen wir mal den Kern kaputt. Ich glaube, die Kanonen müssen wir gar nicht kaputt machen. Bringt zwar extra HP. Da ist schon wieder so ein großer. Das Bedürfnis steht, den umzubringen. Wisst ihr was? So, damit haben wir das Ding auch direkt abgebaut. Bald wird der endlose Krieg beendet sein. Ja, das hoffe ich doch, ne? Können wir die Menschheit zurückbringen. Aber das würde ja eigentlich schon behaupten, ne? Da würde ich schon behaupten, dass er dann nicht endlos ist. Was ein gutes Zeichen ist. Ich bringe ihn trotzdem noch um. Einfach für die Punkte. Ich weiß, dann kriege ich vielleicht keinen Zeitbonus oder so, ne? Aber wenn er da schon so rumsteht, das ist schon verlockend. Nochmal ein Orbitalschlag rauf zuletzt. Und weg ist er. So. Und rein da. Das war doch, ja, spaßig, aber auch sehr chaotisch. Wie immer also. Und den Brennenwald haben wir erfolgreich abgeschlossen. Mit weniger Punkten, als es sich erahnen lässt eigentlich. Also, da waren ja so viele Gegner, da erwartet man nicht, dass man nur so um die, weiß ich nicht, wie viele Punkte wir jetzt bekommen. Wuchtgeschoss, verbessert kritischen Treffschaden. Nicht schlecht. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so viel, ne? Sind wir in der Zeit? Ja, sehr gut. Okay. Ja, nicht mal 7 Millionen. Also dafür, dass da so viele Gegner kamen, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber okay, warum nicht? Warum nicht? Kann man natürlich auch so machen. So, mal schauen, was als nächstes auf uns zukommt. So viel gibt es übrigens nicht mehr. Intellekt, du bist fast am Ziel. Die äußere Mauer wird von Praetorian-Einheiten streng bewacht. Mach dich auf den Weg ins Stadtzentrum. Sei vorsichtig. Die stärksten Praetorian-Einheiten sind noch übrig. Okay, ja, natürlich sind sie das. Es könnte tatsächlich sein, dass wir es in der nächsten Folge schon durchspielen, das Spiel. Och, nö, nicht die. Was ist das denn? Hey, was sind das denn für eine Ongar-Typen? Oh, die sind ja richtig fies. Ich hasse es. Natascha, bitte. Bitte übertreib's nicht. Natascha, bitte. Nee, komm. Stell dich mal in meine Minen rein, bitte. Die sind richtig nervig, muss ich zugeben. Da habe ich gar keine Lust drauf. So, warte, wir rushen direkt mal. Denn wenn ich schon einen Bonus habe, dann nehme ich den auch direkt. Hallo, kommt hier mal jemand? Danke. Ich will den doch auch nutzen. Das ist Unverwundbarkeit, hallo? Was gibt es Besseres im Fall von Natascha? Ich glaube, das wird richtig nervig mit denen. Das braucht noch ein bisschen Zeit. So. Weg mit denen. Da ist noch ein Geschütz. Wie gesagt, die finde ich aber, wie gesagt, einfach nicht so spannend. Die drehen sich halt, haben einen krassen Schadensfaktor. Aber wenn man ein bisschen beweglich ist, dann schafft man das eigentlich, denen zu entkommen. Man kann auch kriechen zur Not. Denn erwischen die einen immer noch nicht. Weg mit denen. Die sind auch entspannt. Ja, der nicht.
Der hat noch nie erfahren, was entspannt ist. Aber der hält auch nicht so viel aus an sich, ne? Aber wir auch nicht. Sonst wäre das gerade nicht passiert. So. Weg mit dir. Uiuiui. Aua. Wie oft ich wohl... Ich würde echt mal gern wissen. Und wenn euch langweilig ist und ihr alle Folgen nochmal rewatchen wollt, aus diesem Let's Play oder aus irgendeinem Grund hier mit anfangen mit der Folge oder vielleicht sogar schon mitgezählt habt, dann könnt ihr gerne mal all meine Tode aufzählen. Ich denke, dass sie wahrscheinlich schon... Ja. Bestimmt schon im 100er-Bereich sind vielleicht sogar. Obwohl, so viel vielleicht nicht. Ich würde schätzen, es ist so bei 60 oder so. Vielleicht hat man auch eine Statistik am Ende, das kann auch sein. Dann braucht sich keiner den Aufwand machen. Müsste sich so auch keiner. Aber, wie gesagt, wenn ihr Lust habt. Alter, die spawnen ja ineinander dort. Davon haben sie viele übrig, ne? Das sind so kleine Truppen, das kann Kanonenfutter nennt man das auch. So, aber da die Kanonen an sich haben, sollte das, was die essen, nicht Kanonenfutter sein? Gott, das ist so ein riesiger... Wie hießen die mit den Haken? War das einfach nur Wladimir? Wieso kann der sich denn jetzt teleportieren? Willst du mich verarschen? Das konnte die davor nicht. Ist das eine Paarung aus Natascha und Wladimir oder was? Das sehe ich ja nicht. Also, die konnte sich irgendwie nur einmal teleportieren. Jetzt ist wieder Ruhe. Der Haken, der sieht aber auch wirklich, ne? Ho, 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 wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Boah, Natascha, geh mir nicht auf den Sack, wirklich. Die sind richtig nervig. Guck, da hat er sich wieder teleportiert. Was ein Sackgesicht. Das finde ich nicht nett. Das ist nicht cool, Wladimir. Boah, das ist aber... Ist auch eine scary Vorstellung, dass sich einfach irgend so ein Riese mit einem Haken an sich zieht. Denkst du dir auch, naja, ich bin weit genug von dem weg, der kann mir nichts tun, die sind langsam. Und auf einmal holt er seinen 500 Meter großen Haken raus und wirft den vor auf dich. Übrigens ein Helm freigeschaltet, da freue ich mich drauf, den anzuschauen. Vielleicht, ein Helm, der es eher würdig ist als der Falken. Bei den Falkenhelm finde ich, wie gesagt, immer noch am besten. Schauen wir uns die mal an. Was passiert, wenn dieser Prozess fehlschlägt? Das ist eine echt gute Frage. Sagen wir es mal so. Die Verbindung sind leider immer sehr leise. Ist eine Einbahnstraße. Und wenn ich es nicht ans Ziel schaffe, kann ich auch nicht mehr zurück. So, eine Einbahnstraße, na toll. Aber machen wir uns. Ich verstehe kaum was, die Schüsse sind so laut. Ist echt nicht so schlau, sich Audios anzuhören im Kriegsfeld. Habe ich die Vermutung. Oh ja, das nehme ich mit. Ah, was willst du mir jetzt antun? Kannst du gar nichts. Du kannst mir nichts antun. Zumindest für die nächsten 15 Sekunden. Also Boris, lass stecken. Ich sammle die mal alle um mich rum. Das ist auch nett. Jetzt sollte ich gleich aufpassen wieder. Och nee, eine Riesen-Natascha hätte ich mal da eingesetzt, ne? Oh Gott, ich werde gerade so gesandwiched. Orbital Strike, hilf mir in der Not. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Sehr schön, das war doch schon mal erfolgreich soweit. Oh Gott. So, Natascha geht auch so edel. Das gefällt mir gar nicht. Sieht so selbstbewusst aus. Das bin ich nicht. Gehen wir nach hinten. Gut, dass da was liegt. Nehme ich direkt. Und nicht in den Käfig. Sie hält nicht mehr so viel aus. Sollten wir ihn bekommen. Lauf mal schön in die Minen rein. Ich glaube, ich gehe jetzt zuerst mal auf sie, weil die geben mir mehr auf den Sack. Beide eigentlich gleich viel, wenn ich ehrlich bin jetzt. Ich glaube, sie hält weniger aus. Einmal raus, außen rumgehen. Aua, hat nichts gebracht. Noch einen Helm freigeschaltet. Da bin ich ja mal gespannt jetzt.
Also nach der Runde, da gibt es ordentlich was zu sehen. Loot-mäßig. Ich bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, ich bin sogar der Meinung, dass das hier das vorletzte Level ist. Das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge wahrscheinlich das letzte. Das wird ja noch eine interessante Sache. Ich denke, ich werde auch eine ganze Folge für das letzte Level brauchen. Du hast das Stadtzentrum. Sehr schön. Ich nehme eine Hauptenergiequelle wahr. Och nee, was? Bereit, Intellekt. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Alpha entgegentreten. Darf ich fragen, wer der Alpha ist? Und wo er ist, ist die Frage. Na, natürlich. Da vorne im geschmolzenen Wasser. Ach, der war das. Ach nee, das stimmt. So treffen wir uns wieder, Intellekt. Ich weiß, warum du hier bist. Gib mir das Schlüsselfragment für den Zugang zu Eden. Sicke Gitarre-Riffs im Hintergrund. Nein, du bist noch nicht bereit dafür. Dies ist deine letzte Prüfung. Du wirst nicht geschont. Bisher habe ich den zweimal fertig gemacht, okay? Also, ohne zu sterben sogar. Ich sage damit nicht, dass mir das nochmal passiert so, aber der Typ ist jetzt nicht der Stärkste, kurz gesagt. Orbitalschlag auf mein Ziel. So, guck mal, der ist doch jetzt schon nur noch bei 84. Darf er wohl bitten. Darf ja wohl bitten, ha? Huh? So, denn wir müssen halt den richtigen treffen, das ist immer das Problem. So, ein paar Minen widerlegen. Denn in irgendeine läuft er bestimmt rein. Sehr gut. Das macht doch schon mal einigen Schaden. Und dann habe ich noch eine Geheimwaffe. Und zwar, der Orbitalschlag ist nicht die Geheimwaffe in dem Sinne, sondern der Raketenwerfer, denn der visiert ja verschiedene Objekte an, wenn mehrere in der Nähe sind. Und dadurch wird eigentlich immer automatisch der Richtige auch mit ausgewählt. Den werde ich also nutzen, sobald ich die Möglichkeit bekomme. So. Jetzt zum Beispiel. Naja, so ein Semi gut geklappt, aber jetzt nochmal. Und er hat zum Beispiel Schaden gemacht. Zwar nur 1%, aber hey, wir nehmen alles mit, ne? So, wenn er gleich respawnt, oder seine Kompaden respawnen, dann mache ich nochmal den Orbital Strike. Jetzt. Sehr gut, sehr gut. Hat geklappt soweit. Aber am besten das nächste Mal ein bisschen früher, damit die, wenn währenddessen die noch dastehen, vielleicht sogar perfekt einschlagen. Oh, was war das eben gerade? Oh, ich muss auf jeden Fall meine Funktion aufladen. Das geht so nicht weiter. Oh mein Gott, nein, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Das ist gefährlich, gebe ich zu. Bisschen Minen im Weg legen. Weg mit euch. Sehr gut. Ist er überhaupt einmal drin gewesen? Ja, jetzt kurz. Das nennt man wohl eine Nahtprobe. Aua. Die machen Schaden. Das hat er dazugelernt. Das konnte er vorhin noch nicht. Also das letzte Mal, meine ich. Das hat er ihn noch visiert. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. So, 20% nur noch, das geht. Schaffen wir. 19%. Einmal weg dort. Also wenn die in die Minen laufen, dann sterben die tatsächlich ziemlich schnell, bin ich der Meinung. Also gerne ein paar mehr davon legen. Aber es ist halt, die haben halt eine nervige Fähigkeit dazu bekommen, dass wenn man in diesem weißen Schaum da läuft, oder was auch immer das ist, dass die einen halt instant killen gefühlt. Ja, nicht instant killen. Aber man bleibt jetzt stecken. Ja, komm, 4%. Den haben wir. Den haben wir. Der kürzeste Weg ist immer vermieden. Den haben wir. 2%.
1% vielleicht gleich, hoffentlich. Mal Raketenwerfer nutzen. Und wir haben ihn. Gut gemacht, Intellekt. Du bist nun bereit für deine größte Herausforderung. Du bist nicht mehr als ein fehlgeschlagenes Experiment, Alpha. Nun, da wir das letzte Schlüsselfragment in unserem Besitz haben, können wir Eden finden. Hör mich an. Du darfst nie deine Menschlichkeit vergessen. Meine Zeit ist gekommen. Für dich jedoch besteht noch Hoffnung. Was habe ich nur angerichtet? Der Zweck heiligt die Mittel, Intellekt. Das ist nur logisch. Setcom, trotz deiner unbegrenzten Rechenleistung bist du nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Wenn die Mittel unheilvoll sind, kann der Zweck nichts Gutes bedeuten. Genug. Möge mein Opfer dir endlich die Augen öffnen, wer der wahre Feind ist. Oh, es gibt wohl einen Plot. Ich sehe schon. Das kann interessant werden. Darf ich mich kurz mal loben, dass ich bisher bei allen drei Kämpfen nicht einmal gegen den Typen gestorben bin, soweit ich weiß. Das war gerade ein Bosskampf. Und der hat gedroht, oh, du wirst mich nicht umbringen, Intellekt. Schaut euch das an. Nicht einmal gestorben, hä? Was sagst du jetzt? Puh, von wegen. Also, der weiß gar nicht, mit wem er sich angelegt hat an dem Punkt. Gut, Verschlüsselungsfragment gefunden. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Du bist stark geworden. Den Vorfahren sei Dank. Eden ruft, Intellekt. Es war schon immer deine Bestimmung, die Welt wieder vollständig zu machen. So wie es meine war, dich zu testen, damit du für deine letzte Schlacht gewappnet bist. Dein Programm ist fehlerhaft, Alpha. Du hast schon zu viel Schaden angerichtet. Komm, Intellekt. Die Zeit ist gekommen. Was hast du vor, Setcom? Vor Jahrhunderten gab ich ein Versprechen ab. Unter meinem Schutz soll der Menschheit kein Schaden zugefügt werden. Dieses Versprechen werde ich nicht brechen. Die geplagten Seelen der Menschen können endlich ruhen. Nun dürfen sie für immer friedlich schlafen. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen Leid geschieht. Leider gilt das nicht für dich. Und du sahst wie ein netter Roboter aus. Naja, was soll's. Wer gegen die Missionsparameter verstößt, zahlt den Preis. Du hast der Menschheit gut gedient, Setcom. Zu gut. Wir beide wussten immer, dass dieser Moment kommen würde. Deshalb habe ich nie meine ganze Macht enthüllt. Lebe wohl, Intellekt. Nun wirst du dich deinen Ahnen anschließen. Uiuiui, jetzt kommt wohl nochmal ein ganz großer Bosskampf. Aber ich sag ja, finales Level, ne? Das ist dann offiziell das finale Level. Aber erstmal schauen wir, wie viele Punkte wir hier erlangt haben. Eine sehr lange Folge heute übrigens, by the way. Aber ja, bei der vorletzten kann man das wohl mal machen, ne? Der Bosskampf war einfach zu cool gegen Alpha. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Schubdüsenentladung. Überlade deine Schubdüsen und füge beim Ausweichen nahen Gegenden Schaden zu. Uiuiui. Okay, schauen wir uns noch die Punkte an. Und dann werden wir auch schon in der nächsten Folge das Spiel beenden, denke ich. Bonus für 3D-Druck, ja. Selbst sowas haben wir gefunden. Schau ich das an, 17 Millionen Punkte, das ist doch nicht schlecht. Aber gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Bosskampf. Mal sehen, ob ich den erfolgreich schlage. Mal sehen, wie lange ich brauchen werde. Ich bin gespannt, ich bin gewappnet. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von LifeLock. Habt noch einen wunderschönen mechanischen Tag, nächste Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.